Hey, hallo! Schön, dass du da bist, hier bei meinem Podcast Sei anders, sei du. Dein Podcast für deine innere Reise zu dir. Mein Name ist Mira Dader und ich bin sehr glücklich, dass du jetzt hier bist. Heute mit einer Folge, die mir persönlich auch am Herzen liegt, weil es um Meditation geht. Also es ist eine Meditation und es geht für mich nichts Größeres, also keinen größeren Wunsch habe ich, als dass die Menschen anfangen zu meditieren und nicht nur ein kleiner Teil, sondern auch ein ganz, ganz großer Teil der Menschheit, einfach alle Menschen, und dass das zugänglich ist, nicht nur für eine bestimmte Altersklasse, sondern auch für kleine Kinder, dass die damit aufwachsen, dass das in den Schulen aufgenommen wird, dass das einfach ein Teil von unserem Leben ist. Das wäre mein allergrößter Wunsch. Und merke, dass das nicht ganz so leicht ist, weil Menschen auch wir haben ja so gewisse Schubladendenken, und das ist auch richtig und auch gut so, weil wir dann die Welt für uns angenehmer und leichter gestalten können. Wenn wir alles immer zerdenken, dann ist es natürlich schwieriger, und so packen wir die Dinge in die Schublade. Ja, und so ist natürlich Meditation auch in eine Schublade gepackt, was eben halt mystisch ist oder spirituell oder esoterisch, höre ich ganz viel. Dann müsste man da so sitzen und Om sagen, und Menschen haben eben halt so ein bestimmtes Bild im Kopf, wenn sie daran denken. Oder irgendwelche Mönche, die stundenlang da sitzen, sich nicht bewegen und einfach es schaffen, ruhig zu sein. Allerdings ist das nicht kompatibel mit unserer heutigen Welt, wenn wir jetzt das mit den Mönchen aufgreifen, weil die Mönche, sage ich jetzt mal so, keine Arbeit nachgehen, die größtenteils der Menschen machen. Also die haben natürlich die Leben in ihrem zurückgezogen, in ihrer Welt, unter ihrer Käseglocke, so ganz in Ruhe, ganz abgeschieden, und beschäftigen sich halt auch fast den ganzen Tag damit. Das ist einfacher, die Gedanken dann zur Ruhe zu bringen. Sie benutzen sicherlich auch kein WhatsApp oder Social Media oder leben eben halt in dieser schnellen, komplexen Welt. Deshalb ist es auch nicht ganz so auf uns zugeschnitten, diese Meditation. Es ist sehr schwierig. Wir sollten das, wenn wir sagen, wir möchten das auch so schaffen, dann eben halt mehr in weiter Ferne bringen und einen Einstieg finden, dass wir auf jeden Fall es uns leichter fällt und wir erstmal auch eine gute Erfahrung mit der Meditation machen. Und ich persönlich bin dann für den Anfang immer ein großer Fan von geführte Meditation. Ich habe eine Umfrage gemacht bei Instagram, und da haben sehr, sehr viele Menschen geantwortet, warum ihr noch nicht meditiert oder was einen davon abhält. Und dann haben wirklich sehr, sehr viele Menschen gesagt, wenn sie sich hinsetzen und die Stille, diese Stille da ist, dann kommt eben halt das Laute aus ihrem Kopf. Und es ist auch so. Also wir haben, wenn wir uns hinsetzen, wir haben 60.000, 50.000 Gedanken am Tag. Und die sind auch da, wenn wir meditieren wollen. Und es erstmal zu lernen, das zu beobachten, das loszulassen, das stiller werden zu sein, zu lernen und die Bereitschaft von dem Alltag loszulassen, das ist nicht mal eben einfach so. Also das erfordert Zeit und das erfordert auch Übung. In meinen Yogastunden sage ich immer Meditation, oder in meinen Achtsamkeitsstunden. Meditation ist einfach etwas wie ein Muskel, den du trainierst, und das wird eben halt nicht an einem Tag geschehen. Aber du erspürst schon vom ersten Mal, wenn du es machst, spürst du schon was. Und das ist einfach, ja, wundervoll. Meditation ist so wie Urlaub für den Kopf, für so einen Reset-Button, den du drückst, für deinen Geist, für deinen Körper, der danach auch das Nervensystem beruhigt sich, ne? Das ist wie so eine Psychohygiene, die du dann veranstaltest für dich. Und es ist für mich ganz persönlich etwas, worauf ich am Tag eigentlich nie verzichte. Also ich mache nicht jeden Tag Yoga, das schaffe ich gar nicht. Und auch mit dem kleinen Kind und wo es noch ein Baby war, habe ich immer gesagt, es ist mir einfach nur, es ist mir alles egal, aber ich möchte einfach nur meditieren. Und weil es für mich mein Anker im Leben ist. Und ich wünsche mir einfach auch, dass die Menschen da einen anderen Zugang zu bekommen. Deshalb habe ich heute eine Meditation für Anfänger besprochen. Oder ich werde jetzt eine Meditation für Anfänger besprechen, wo du anfangen kannst,
dein, wie soll ich das ganz sanft ausdrücken, dich dafür zu öffnen. Wo du einfach sagst, okay, ich probiere das aus und werde jetzt hier nicht gleich sonstige Themen bearbeiten in meinen Meditationen, sondern einfach mal zu gucken, ob ich was anderes kann, als diesem Denkapparat immer zu folgen, und ich lasse mich jetzt einfach darauf ein. Und du brauchst nicht viel dafür jetzt zu tun, du setzt dich einfach gleich ganz bequem hin mit aufrechtem Rücken und bleibst dann einfach sitzen und lässt dich dann von mir da durchführen. Du brauchst nichts erreichen. Das ist auch immer das, was ich in dieser Umfrage ganz viel herausgekommen ist. Ich habe das Gefühl, ich schaffe das nicht oder ich erreiche das nicht. Und du brauchst nichts erreichen. Es ist alles gut und du brauchst nichts zu tun, großartig. Einfach nur die Bereitschaft zu haben, dass du von deinem Alltag ein bisschen loslässt und dich so in eine Welt abtauchst, die deine eigene Welt ist. Nur für die 10 Minuten oder so, ne? Also nicht, das ist ja wirklich so. Manchmal kommt ein Gedanke und wir denken, boah, der ist so ultra wichtig. Ich muss da jetzt mitdenken und denken. Oder auch unwichtige Gedanken. Und dann sind wir in diesem Denkstrudel und merken irgendwann, ah, jetzt bin ich vollkommen raus. Und das ist okay, ne? Das ist okay. Aber dranbleiben, und es wird dir immer leichter fallen und irgendwann sehnst du dich danach und kannst dir auch ein Leben nicht mehr ohne vorstellen. Und wenn du es erstmal gemacht hast, oder lange auch gemacht hast, dann wirst du wirklich merken, dass es etwas ist, worauf wir nicht verzichten sollten. Und es ist so umsonst und es ist so wundervoll, was es dir bringt. Und ich wünschte einfach, jeder Mensch würde das machen. Wünschte ich mir sehr. Also, mal gucken, wie es in ein paar Jahren aussieht. Hier jetzt erstmal zu deiner Meditation für Anfänger. Hallo, schön, dass du hierher gefunden hast. Ich freue mich sehr, dass du den Schritt heute gehst, um Meditation zu erlernen. Du kannst sehr stolz auf dich sein. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, sich für sich selbst Zeit zu nehmen. Du machst das alles wunderbar. Meditation hilft dir, mit vielen Problemen und Stress besser umzugehen. Es bringt dir Ruhe und Entspannung in dein Leben. Es ist aber auch noch mehr als das. Es ist eine Begegnung mit dir selbst. Meditation bedeutet, den Blick nach innen zu richten und uns unser Selbst bewusst zu werden, damit wir zu unserem natürlichen Seinszustand zurückkehren können. Durch die Meditation bekommst du einen inneren Abstand zu deinen Gefühlen und du begegnest zunehmend mehr deiner inneren Ruhe und Freude, gewinnst an Selbstbewusstsein, Klarheit, Vertrauen, Gelassenheit und gelangst zu einem Zustand des tiefen Glück und Friedens. Ich wünsche dir von ganzem Herzen viel Freude. Schließe nun deine Augen und richte deine Wirbelsäule auf. Sei ganz aufmerksam. Im Moment, gegenwärtig, hier und jetzt. Spüre den Boden unter dir. Mit den Füßen, nimm ihn wahr, nimm deine Sitzfläche wahr. Spüre deine Sitzknochen durch die Haut und durch deine Kleidung. Spüre deinen festen Halt. Deine Basis, deinen Kontakt zur Erde. Und von dort baut sich dein Oberkörper vom Becken bis zum Kopf auf, Wirbel für Wirbel.
Sei ganz aufmerksam. Finde die Balance in deinem Sitz. Nimm auch deine Hände wahr. Spüre, wie gelöst dein Gesicht, gar entspannt ist. Ganz behutsam achte auf die Bewegung, die durch das Atmen geschieht. Nimm deinen Atem wahr. Im Einatmen und im Ausatmen. Im Kommen und Loslassen. Und warte, bis dein Atem von selbst wieder kommt. Ganz gelassen, aufrecht sitzt du da und atmest. Deine Gedanken, die ganz von selbst kommen, gießt du nicht nach. Lässt sie los, ohne darüber zu werten. Deine Gedanken kommen mehr und mehr zur Ruhe. Du überlässt dich selbst ganz der Stille. Lausche in die Stille. Höre in die Stille. Nimm nun wieder deinen Atem wahr. Schau, wie es in dir atmet. Ein und aus. Ein und aus. Dann lasse deine Atemzüge jetzt etwas tiefer werden. Fange an, die Daumen und Zeigefinger zu berühren und dich langsam zu bewegen. Atme noch einmal tiefer ein. Rolle dann sanft dabei mit deinen Schultern nach hinten und öffne deine Augen. Ja, so wunderbar, dass du jetzt mitgemacht hast und dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn du das jetzt erstmal jeden Tag übst, dieses kleine Ankommen, diese paar Minuten, dann wirst du nach einiger Zeit merken, wie es sich positiv auf dein Leben auswirkt. Und es geht nicht darum, dass du einmal in der Woche eine Stunde meditierst, sondern dass du eine Regelmäßigkeit da reinbekommst. Also jeden Tag ein paar Minuten und dann, wenn du merkst, okay, es wird besser, dann kannst du das steigern. Na, dann steiger das. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis dann. Tschüss.